Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr seht, es ist Zeit für ein neues Video und heute bin ich mal nicht draußen unterwegs. Wir haben extrem schlechtes Wetter, es regnet schon den ganzen Tag, wir haben ständig Gewitter und da ist es natürlich nicht so schlau, draußen mit der Kamera und dem Stativ unterwegs zu sein. Deswegen heute einfach mal ein Tutorial am Rechner. Ihr seht das schon, ich habe Photoshop geöffnet. Ich möchte euch einfach mal einen Einstieg in Photoshop geben. Ein absolutes Basics-Video soll das werden. Gerade für alle, die bisher sich noch nicht so richtig an Photoshop herangetraut haben, weil es natürlich am Anfang unheimlich kompliziert aussieht. Was ich euch heute erklären möchte, ist der Bereich Ebenen und Masken. Was sind Ebenen? Was sind Masken? Wofür brauche ich das Ganze? Schaut euch also das Video an. Viel Spaß! Nun ist es ja so, ihr seht das hier auf der rechten Seite schon, hier ist eine Hintergrundebene. Wenn ich ein Bild gestalten möchte, dann ist es immer gut, dass ich mit vielen Ebenen arbeite, einfach um meine Arbeit etwas zu erleichtern. Das Ganze ist natürlich jetzt am Anfang etwas kompliziert, aber das solltet ihr relativ schnell rauskriegen, wie das funktioniert. Ihr seht das jetzt schon, ich habe jetzt hier mein Foto, das ist das Ausgangsbild, was ihr seht, wenn ihr in Photoshop ein Bild öffnet. Dann habt ihr das Foto, das ist am Anfang hier als Hintergrundbild geöffnet. Und ihr seht hier auch so ein kleines Schloss. Das heißt also, das Bild ist gesperrt. Ihr könnt das also in dem Moment nicht verschieben. Ihr könnt zwar in das Bild reinmalen, ich kann das gerne auch mal machen. Wenn ihr jetzt hier in das Bild reinmalt, ihr seht das. Das Problem ist einfach, wenn ihr jetzt hinterher feststellt, das ist ja ganz schön, was ich gemalt habe, aber will das jetzt hier drüben haben. Ich kann das also alles nicht mehr verschieben. Es ist also wirklich fest. Deswegen, ich mache das Ganze mal wieder weg. Nicht so gut, jetzt hier direkt drauf zu malen. Deswegen haben wir die Ebenen, mit denen wir arbeiten können. Und eine Ebene ist im Prinzip, könnt ihr euch das so vorstellen, als wenn ich jedes Mal so eine Klarsichtfolie hier über das Bild drüber packe und dann auf dieser Klarsichtfolie arbeite und dann neue Sachen einzeichne. Und diese Folie ist dann natürlich flexibel. Ich kann die hin und her bewegen, also das, was ich darauf gemalt habe, kann ich verschieben. Ich kann Sachen einfärben. Ich kann auch Teile des Bildes ausblenden. Das funktioniert dann mit den Masken. Das zeige ich auch gleich alles, wie das funktioniert. Ihr seht also, Ebenen sind eine Möglichkeit, um unheimlich flexibel mit euren Bildern zu arbeiten. Deswegen würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein. Und zwar mache ich mir jetzt erstmal eine Kopie von der Ebene, von der Hintergrundebene, dass ich das jetzt hier als Ausgangsbild habe. Nun möchte ich jetzt zum Beispiel hier im Wasser eine Flasche schwimmen lassen. So habe ich jetzt einfach mal hier schon eine Flasche freigestellt. Das ist jetzt nicht besonders ordentlich, aber um euch zu zeigen, wie das funktioniert, reicht das völlig aus. Verschiebe mir die Flasche einfach rüber in mein Bild. Und dann seht ihr schon auf der rechten Seite, hier ist jetzt eine neue Ebene angelegt worden und das ist genau diese Flasche. Ich kann jetzt sagen, die ist natürlich ein bisschen groß, wenn die hier im Wasser schwimmen soll. Deswegen kann ich die jetzt einfach von der Größe her anpassen. Mache das Ganze jetzt einfach kleiner. Schiebe das wieder ins Bild rein, bis ich die Größe habe, die mir gefällt. Vielleicht noch ein Stück kleiner. So. Und dann drehen wir vielleicht die Flasche auch noch, dass sie so ein bisschen schräg im Wasser schwimmt. Das sieht zwar jetzt schon ganz nett aus, aber ihr werdet mir sicherlich zustimmen, das ist natürlich nicht sehr realistisch. Die Flasche würde natürlich nicht direkt auf dem Wasser schwimmen. Dafür brauchen wir jetzt eine Maske. Ihr seht das hier schon, ich habe das jetzt drüben hier in dem Bild, hatte ich die Sache ja schon freigestellt. Das heißt also, ich habe jetzt hier das Originalbild und das freigestellte Bild. Ihr seht also hier, die Flasche ist weiß. Alles andere rundherum ist hier in der Maske schwarz. Das bedeutet einfach, alles, was in der Maske schwarz dargestellt wird, wie hier, ist schwarz. Also es wird ausgeblendet und alles, was weiß dargestellt wird, wird eingeblendet, so dass ich also nur noch aus dem Bild, was ich hier vorher hatte, die Flasche sehen kann. Wenn ich jetzt sage, die Flasche soll im Wasser schwimmen, wäre es natürlich gut, wenn jetzt der untere Bereich der Flasche nicht zu sehen wäre. Das heißt also, ich nehme mir jetzt einfach einen Pinsel, klicke dann ganz wichtig immer auf die Maske, dass ihr auf der Maske arbeitet. Hättet ihr jetzt ein Bild, wo ihr noch keine Maske habt, würdet ihr jetzt einfach auf dieses Symbol hier unten klicken, dann würde jetzt hier eine Maske erstellt werden. Ansonsten, wenn das schon da ist, könnt ihr natürlich direkt in diese Maske reinzeichnen. Dann nehmt ihr die schwarze Farbe
und malt einfach hier über die schwarze, über die Flasche drüber und ihr seht, die Flasche wird Stück für Stück ausgeblendet, je nachdem, wie weit ihr das Ganze treiben wollt. So, nun seht ihr, das passt von der Größe her alles nicht. Lassen wir es aber trotzdem mal so sein, damit man das einfach besser sehen kann, was ich jetzt hier noch mache. Seht also, unsere Flasche schwimmt schon mal im Wasser, damit sieht das Ganze natürlich schon viel schöner aus. Sieht natürlich immer noch nicht sehr echt aus, weil es wäre natürlich gut, wenn wir jetzt hier auch noch einen Schatten hätten. Und das Ganze ist auch ganz einfach. Wir erstellen uns einfach eine neue Ebene. Das heißt, also, wir nehmen eine neue Folie, die wir jetzt über das Blatt legen würden. Und ich mache jetzt die einfachste Variante. Ich male jetzt einfach mal mit schwarzer Farbe hier so im Bereich rein, der mein Schatten sein soll. Seht ihr jetzt schon, das ist natürlich nicht sehr clever. Der Schatten sollte natürlich hinter der Flasche sein und nicht auf der Flasche. Das ist aber kein Problem. Ihr könnt jetzt einfach diese Ebene nehmen und eine Ebene nach unten ziehen. Das heißt also, der Schatten wäre dann hinter der Flasche. Und hier an der Seite natürlich auch noch, weil hier habe ich ja die Flasche ausmaskiert, sodass hier vorne noch so ein Stückchen wäre. Aber überall, wo die Flasche zu sehen ist, wäre jetzt der Schatten hinter der Flasche. So, natürlich sieht das Ganze noch nicht sehr schön aus. Das Ganze muss natürlich transparent sein. Ich könnte das jetzt also hier auf weiches Licht setzen, der Kraft noch ein bisschen runterziehen und schon habe ich hier einen Schatten. Der sieht jetzt nicht sehr natürlich aus, aber es soll ja einfach nur mal um das Prinzip gehen, dass ihr versteht, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht also mit diesen Varianten weiches Licht, ihr könntet auch sagen, ich will das ineinander kopieren. Je nachdem, wie stark das aussehen soll, strahlendes Licht. Könnt ihr da verschiedene Effekte erzeugen. Das könnt ihr einfach ausprobieren. Ich setze es jetzt einfach auf weiches Licht, ein bisschen die Deckkraft runter, sodass ich auf etwa 30% bin. Und dann hätte ich hier diesen Schatten. Das stimmt natürlich jetzt hier mit dem Sonnenlicht nicht überein, aber es soll ja einfach nur mal für euch eine Möglichkeit sein, wie das Ganze aussehen kann. Als nächstes kann ich natürlich sagen, okay, das ist schon nett, aber meine Flasche ist viel zu hell. Ich möchte das so nicht haben. Gehe ich erstmal wieder auf meine Ebene mit der Flasche. Und wenn ich die ganze Sache dunkler haben möchte, dann könnte ich entweder hier unten reinklicken und könnte mir jetzt hier die Tonwertkorrektur raussuchen oder alternativ hier oben bei den Korrekturen, das ist das gleiche nochmal, wähle einfach die Tonwertkorrektur und könnte jetzt hier mit den Reglern die Sache verschieben, dass meine Flasche dunkler wird. Ihr seht aber schon, wenn ich das Ganze verschiebe, wird nicht nur meine Flasche dunkler, sondern leider auch mein ganzes Bild. Und das möchte ich natürlich so nicht haben. Ich möchte natürlich gern, dass nur die Flasche dunkler wird. Und dafür haben wir hier dieses Kästchen. Wenn ihr auf dieses Kästchen klickt, seht ihr, das Bild sieht wieder normal aus. Und die Änderungen werden nur auf die Ebene darunter. Heißt also, dass wir jetzt hier unsere Ebene mit der Flasche. Nur auf diese Ebene wird dann diese Änderung angewandt. Ich könnte also jetzt hier, seht ihr das, wenn ich den Regler hier hin und her schiebe, wird der Tonwert meiner Flasche entsprechend angepasst, so wie ich das haben möchte. Also auch hier seht ihr einen Riesenvorteil, wenn ihr mit diesen Tonwertkorrekturen arbeitet. Ihr könnt damit natürlich sehr gezielt auf verschiedene Ebenen eingehen und bearbeitet nicht immer euer komplettes Bild. So, nun habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte von mir aus eine Sonne im Bild haben. Lege ich mir eine neue Ebene an, wähle mir jetzt hier mal einen Orangeton aus und könnte jetzt einfach hier oben eine Sonne einzeichnen. Das sieht natürlich noch nicht sehr natürlich aus, aber ihr habt auch hier die Möglichkeit, wieder auf weiches Licht zu setzen oder aber ineinander kopieren, je nachdem, was euch gefällt. Und könntet dann die Deckkraft runtersetzen und dann habt ihr hier eine Färbung. Wenn ihr aber feststellt, okay, das ist an der Stelle doch nicht so, wie ihr das haben wollt, ihr wollt das lieber verschieben, auch kein Problem, ihr nehmt das Ganze, schiebt es einfach an die Stelle, wo ihr eure Sonne gerne haben wollt oder die Einfärbung, macht sie von mir aus dahin, wenn euch das gefällt und dann lasst das Ganze so. Auch eine weitere Variante, die immer sehr schön ist, Color Lookups. So gebt ihr eurem Bild noch eine ganz besondere Stimmung. Auch hier wird wieder eine neue Ebene erstellt. Ihr könnt in die verschiedenen Color Looks reingehen. Von mir aus nehmt ihr Crisp Warm. Sieht ganz nett aus. Wenn euch das nicht gefällt, von mir aus gibt es ja hier auch noch von mir aus ein Late Sunset, wo ihr sagt, okay, der Himmel, genauso möchte ich den haben. Aber ich möchte nur den Himmel haben, dass hier unten soll so bleiben, wie es war.
Dann geht ihr wieder hier auf diese Maske. Auch hier wurde die Maske wieder automatisch erstellt. Nehmt einen Verlauf mit schwarzer Farbe. Das heißt also, ihr blendet alles, was schwarz ist, wird ausgeblendet. Das heißt also, ihr zieht euch einfach einen Verlauf von hier nach hier. Und dann seht ihr, euer Strand bekommt wieder die Farbe, die er vorher hatte. Und diese dunkle Färbung des Himmels habt ihr hier noch ein bisschen auf dem Wasser. Natürlich muss sich das ja auch ein bisschen spiegeln. Und hier vorne habt ihr den normalen Bereich. Wenn euch das zu stark ist, könnt ihr auch hier einfach die Deckkrafträder runtersetzen. Und dann könnt ihr den Himmel einfach so einfärben, wie ihr das gerne haben möchtet. Und so habt ihr natürlich die Möglichkeit, alle möglichen Bereiche des Bildes in verschiedenen Varianten einzufüllen. Ihr könnt doch einfach sagen, ihr füllt es mit einer, von mir ist komplett in Gelb, wird das Bild erstmal befüllt, setzt die Deckkraft runter, kopiert das ineinander. Da gibt es ja so viele Varianten, maskiert die Bereiche wieder aus, so wie ich das jetzt hier auch gemacht habe. Und so könnt ihr natürlich Ebene für Ebene euer Bild dann so aufbauen, wie ihr das gerne haben wollt. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt schon mal so ein bisschen Einblick gegeben. Ihr seht das jetzt also hier oben, das ist natürlich nicht sehr schön. Ihr habt jetzt hier schon die Ebene drin. Ihr könnt dann natürlich nachträglich sagen, okay, das mit der Sonne war keine gute Idee, ich will die raus haben. Geht einfach auf die Ebene, löscht das raus und dann ist der Himmel genauso, wie er sein sollte, wie er vorher war. Ihr seht, also ihr seid sehr flexibel, das Ganze hier so ein bisschen zu bearbeiten. Wichtig ist nur, es gibt bestimmte Bereiche, wo ihr dann die Ebenen zusammenfassen müsst. Das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Anschluss noch einen Camera Raw Filter nochmal nehmen wollt, also quasi euer Bild nochmal im Anschluss in Camera Raw bearbeiten wollt, dann müsstet ihr alle Ebenen zusammenfassen. Das solltet ihr aber wirklich erst machen, wenn ihr wisst, ihr wollt an den Ebenen hier nichts mehr verändern. Weil, wenn ich einmal die Ebenen zusammengefasst habe, dann kann ich die darunterliegenden Ebenen zwar noch verändern, das ist durchaus möglich, ihr seht die Änderung im Bild aber nicht mehr. Das heißt also immer erst zusammenfassen die Ebenen, wenn alles so ist, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr das Ganze zusammenfassen wollt, geht ihr einfach auf eure oberste Ebene, drückt dann Steuerung Alt Shift E oder Command Alt Shift E und dann werden alle Ebenen zusammengefasst auf eine Ebene und dann könntet ihr von mir aus jetzt auf Filter gehen. Und dann noch mit dem Camera Raw Filter arbeiten. Könntet jetzt hier noch verschiedene Änderungen einbauen, wie ihr das haben wollt. Aber das ist natürlich jetzt nicht Teil dieses Videos. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt erstmal so ein grundlegendes Verständnis dafür gegeben, was ihr mit diesen ganzen Ebenen anfangen könnt, wofür ihr das Ganze braucht. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns natürlich in der nächsten Woche wieder. Ciao!